Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 3, die Famis. So, was möchte er jetzt tun? Er möchte eine Stunde am Auto basteln und ich habe mal etwas verändern. Und zwar hatte er 11.000 Lebenszeitbelohnungspunkte und ja, da habe ich mir einfach mal so frei wie ich bin jetzt etwas von gegönnt. Und zwar habe ich seinen Lebenswunsch verändert zu mega heldenhafter Feuerwehrmann, weil er hat ja auch das Merkmal, wo ist es? Das Merkmal tapfer. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, ist das doch vielleicht ganz cool, wenn er dann so ein mega cooler, krasser Feuerwehrmann wird, sozusagen. Und ja, jetzt warten wir eigentlich nur noch darauf, dass endlich mal die Leute wiederkommen alle, weil, ja, es wird doch langsam mal Zeit. Moment, kann sie eigentlich schon sprechen? Achso, sprechen kann sie schon, ja, dann ist ja gut. So, dann kannst du sie jetzt mal rausheben und dann müssen wir sie einmal aufs Töpfchen setzen. Ich glaube, das können wir hier machen, ne? Hoffe ich. Auf jeden Fall müssen wir sie einmal aufs Töpfchen setzen, damit sie dann das auch noch lernt. Und da ja die anderen gerade nicht da sind, muss Gabriel halt mal eben einspringen. Ist ja kein Problem. Ansonsten kann sie anscheinend schon laufen und sprechen. Hat sie schon gelernt. Das ist natürlich sehr praktisch. So, sie braucht auch noch Soziales. Das heißt, wir sollten vielleicht dann doch mal netter... was ist er eigentlich für sie? Nichts. Gut, wir sollten mal ein netter Nichts sein und mit ihr ein bisschen spielen, wenn sie fertig ist hier. Er muss selbst auch aufs Klo. So, Muni, und was machst du? Du stehst hier rum und hast gleich einen weiteren Punkt bekommen. Na, das ist doch wunderbar. Dann hat sie schon Springen auf Level 9. Aber ich würde mal sagen, du kannst jetzt mal erstmal aufhören. So, er geht gerade aufs Klo. Okay. Dann würde ich sagen, wir bürsten sie mal und machen mal eben die Hufe auskratzen. Dann könnten wir ja auch noch... Ach nee, jetzt bin ich auch... So, dann könnten wir auch noch eben ein bisschen Zuneigung machen. Halskrauen, Hand beschnüffeln lassen und dann suchen wir unsere kleine Zuckerschnute, die hier irgendwo sein muss. Ach, die sitzt noch hier vorm Töpfchen. Und dann... werden wir auf jeden Fall ein bisschen Kontakte knüpfen mit Liv. Und wir haben schon wieder einen Geist. Ach, er schon wieder. Ach, du schon wieder. Ach, Victor. Ach, Mensch, jetzt nervt doch nicht. So, und ich glaube, Gabriel muss auch einmal sich hier um die Pflanzen kümmern. Hä, wo ist mein Traktor schon wieder? Der wird schon wieder da aus der Bahn geworfen, anscheinend. Das geht aber nicht. Den kann man doch nicht ständig aus der Bahn schmeißen hier. So, dann machen wir einmal Felder ernten, bewässern, ernten. Ach, guck mal hier, das sind die Plasmafrüchte. Cool, die leuchten sogar. Cool. So. Okay, da hat er ja noch ganz schön was zu tun jetzt auf jeden Fall. Aber ich finde das ganz cool, wenn er Feuerwehrmann werden würde. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das denn finden? Weil es soll natürlich jetzt nicht so sein, dass wir jetzt bis zur Unendlichkeit hier nur noch Farmies, also nur noch die Farm spielen, sondern die Kinder haben ja im Grunde auch noch ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Lebenswunsch, ihren eigenen Berufstraum und so weiter und so fort. Deswegen möchte ich da immer so ein bisschen Abwechslung reinkriegen, dass wir halt dann auch mal eine Zeit lang die Farm wirklich so ein bisschen ignorieren und dass die Kinder halt lieber was anderes machen wollen als Farmleben. Und dass dann irgendwann wieder eine Generation kommt, die dann sagt so, ach nee, ich möchte aber jetzt lieber wieder die Farm aufbauen oder so. Also es wird dann halt immer so ein, es geht hoch bis zum höchsten Punkt sozusagen. Und ich denke, im Moment ist unsere Farm so weit, dass es wirklich richtig toll ist alles. Und dann geht es wieder runter, dass sich keiner drum kümmert, dass die Kinder da keinen Bock drauf haben oder sowas. Und ja, so geht das dann hin und her, würde ich mal sagen. So sehen wir nämlich dann auch andere Berufe. Wir können zum Beispiel dann eben, wie gesagt, Feuerwehrmann werden. Wir können aber auch mal jemanden dann Sänger werden lassen oder sowas. Und so weiter und so fort. Ich denke, so ist es doch am besten, weil sonst, denke ich, würde es wirklich...
nach einer Zeit mega langweilig werden, wenn wir nichts anderes mehr machen würden, außer uns hier um diese Farm zu kümmern, dann würde es mit Sicherheit irgendwann sowas von mega langweilig werden. Ach, guck mal, er bastelt. Ja, das ist doch schön. Der Geist arbeitet an dem Auto weiter. Na, das ist doch perfekt. Dann wird das ja bald fertig sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt regnet es. Na toll. Ich wollte gerade überlegen, ob sie hier spielen kann. Aber ich glaube, ja doch, hier könnte sie drauf sitzen. Glaube ich. Ja, Liv auf Gerät setzen. Das würde noch gehen, aber ansonsten kann sie da nicht allzu viel machen. Das ist natürlich schade. Ja. Bei uns scheint übrigens heute die Sonne. Deswegen hört man jetzt auch vermehrt irgendwelche Motorräder. Da sind die Leute ja sehr... sehr, sehr, ich weiß auch nicht, was die sehr sind. So, die Erwachsenen kommen in 2 Stunden wieder zurück. Ja, das ist doch sehr gut. Dann sind die endlich wieder da und es ist nicht mehr so ruhig hier. Das ist doch schön. Und dann kann auch endlich Marc sich mal um seinen Job kümmern, ne? Also seitdem der den Job hat, seitdem ist er noch nicht einmal arbeiten gewesen. Das ist natürlich sehr doof. So, was machen denn meine Kiddies? Wieso jaulst du den Tod an? Ach nee, Moment, stimmt ja, unser Chipsy ist ja verstorben. Moment mal, müssen wir den Chipsy eigentlich noch rausholen? Nö, anscheinend nicht. Aber ich kann es auch nur noch betrauern, ne? Naja, mal abwarten. So, und Juna, was machst du? Ach, Juna kommt jetzt gerade rein, um hier zu kratzen. Sehr schön. Und Luna ist am Futtern. Das ist auch schön. So, wir müssen auf jeden Fall Moonlight noch Nachwuchs geben. Also sie muss auf jeden Fall noch gedeckt werden. Aber das wollte ich von Maggie machen lassen. Dementsprechend, es wird Zeit. 3 Tage bis zur Alterung. Es wird Zeit. Also Maggies Wunsch werden wir wahrscheinlich gar nicht mehr hinkriegen. Maggies Lebenswunsch, weil die 40.000 da zusammenzukriegen, das wird mega lange dauern. Und wenn ich Pech habe, dann sind die tollen, wie viel hatten wir da? 2.400 oder sowas? Keine Ahnung. 4.800? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist das dann schon fast weg. So. Wir könnten mal wieder alle vertrockneten Pflanzen hier wegschmeißen. So, unfruchtbar. Ach, meine Tastatur steht zu weit weg. So, unfruchtbar, unfruchtbar. Was ist hiermit? Unfruchtbar. Das auch? Ja, ja, ja. Unfruchtbar, unfruchtbar, unfruchtbar. Unfruchtbar, unfruchtbar. Unfruchtbar. Es ist ganz schön viel unfruchtbar gerade. Kann das sein? Also das alles hier ist unfruchtbar. Wie sieht es hiermit aus? Voll entwickelt. Na, das ist gut. Unfruchtbar, 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 unfruchtbar. Mein Gott, wie viel gerade unfruchtbar ist. Der ganze Garten geht hops. So, hier auch unfruchtbar. Und das war's. Ja, gut. Der halbe Garten ist verschwunden auf einmal. So, was wollte ich jetzt noch machen? Nicht Chipsy betrauern, das wollten wir nicht machen. Wir wollten was essen, genau. Wir sollten vielleicht etwas kochen. Ja, oder wir essen einfach... Ah, wartet. Nee, wir müssen erstmal das verdorbene Essen ausräumen. Und dann essen wir einfach Macaroni mit Käse, genau, das wird sein. Und dann kommen ja auch gleich die Erwachsenen endlich wieder. Und dann können wir richtig glücklich sein, dass sie wieder da sind. Yippie! Gaga ist zu einem ganz besonderen Spielzeug geworden für Liv. Ich habe immer noch nicht den Namen geändert. Ich weiß aber auch irgendwie gar nicht, wie ich den Namen, also wie ich die Puppe nennen soll. Mir fällt echt nichts ein und weiß ich nicht. Und weiß ich nicht halt, ne? Wieso leckt mein Spiel jetzt wieder so? Das ist nicht schön. So, Marc findet sein. Sarah findet ihr verdorbenes Essen. Ach so, sie sind wieder da. Juhu. So, jetzt erstmal schnell bei Maggie gucken. Ja, das war so klar, ne? Jetzt ist bei Maggie der Lebenswunsch wieder auf Null.
toll. Also ich gebe das echt auf mit dem Lebenswunsch hier. Das ist so kacke. Sobald man irgendwas macht, ist vorbei, ne? Das ist doch scheiße. So, was hat sie eigentlich? Zufriedenheit. Ach so, Level 10 der Maler- und Fotografiefähigkeit. Alles klar. So, und er hat Charismafähigkeit perfektionieren und Gitarrenfähigkeit perfektionieren. Ja gut, das mit der Charismafähigkeit wird ganz schön schwierig, ne? Er kann ja mal neue Freunde finden in der Schule. So, dann sind die ja jetzt gleich wieder da, ne? Und da sind sie auch schon. Unsere Leute sind wieder da. Und sie sind so glücklich. So, und Sarah und Mark, die sind ja jetzt verlobt. Die werden jetzt mal zusammen, werden jetzt erstmal eine Gruppe gründen. Und dann gehen die beiden zusammen ins Fitnessstudio. Da Sarah nämlich möchte, dass Mark etwas an seiner Figur tut, bevor sie ihn heiratet. Also bevor die Hochzeit dann wirklich kommt. Möchte Sarah, dass er etwas an seiner Figur tut. Und deswegen überredet sie ihn dazu, mit ihr ins Fitnessstudio zu gehen. Und sie möchte ihn natürlich dabei unterstützen. Und deswegen geht sie natürlich auch mit. Wenn ich denn das Fitnessstudio finde, hier ist es. So, Grundstück mit Gruppe besuchen. Da werden wir jetzt mit den beiden hingehen. Und dann kann Mark sich da richtig schön auspowern und trainieren. Und ja, Sarah macht natürlich mit. Also ich habe mir da jetzt so eine kleine Story halt ausgedacht. So von wegen, dass, Sarah und Mark, die gehen halt jetzt hier trainieren und so. Wieso kommen hier so viele Geister ins Fitnessstudio? Oh mein Gott. So, Sarah sagt ihm jetzt, sie ermutigt ihn jetzt dazu, hier ein bisschen zu trainieren. Deswegen loben wir ihn jetzt einmal. Wir loben ihn jetzt einmal, damit er hier trainiert. Und dann kann er nämlich anfangen und kann hier ein bisschen trainieren. Moment mal. Er sollte vielleicht auch erst noch gelobt werden, oder? Habe ich nicht gesagt, du sollst ihn loben? So, jetzt aber. So, wir loben ihn jetzt einmal, damit er dann da trainieren kann. Okay, und das findet er total toll, dass sie das macht. Deswegen geht er da trainieren. Sarah macht natürlich am Anfang auch noch mit. Und feuert ihn nebenbei so ein bisschen an. So, ja, komm, du schaffst das, mein Schatz und so. Und gib nicht auf. Guck mal, schau doch mal bei mir, wie leicht das ist, ne? Genau so wird's sein. No. Na guck mal, da haben wir doch die zwei, die da schön am Trainieren sind. Das ist doch was. Mark kann etwas für seine Figur tun. Und er ist hier in der Schule. Was ist das? Essen. Ach so, ja, er hat Hunger. Oh, Sarah ist auch gerade hingeknallt. Aber jetzt hat Sarah natürlich keine Lust mehr und geht erstmal lieber runter. Genau, sie geht jetzt einfach mal hier unten, weiß ich nicht, sich pflegen oder sowas. Hände waschen. Genau, sie geht sich einmal die Hände waschen. Und dann hockt sie vielleicht auch lieber am Computer, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir da was ausgedacht. Also sie geht jetzt auf jeden Fall nach Hause, würde ich mal sagen. Das heißt, sie verlässt die Gruppe. Er kann hier schön weiter trainieren, ne? Und sie geht nach Hause. Sie fährt jetzt nach Hause. So, nach Hause gehen. Sehr schön. Was ist denn hier los? Jetzt lässt sie den armen Mark da alleine trainieren, ne? Ach so, ja, Gabriel ist immer noch in der Schule. Was ist mit Liv? Wo sind die anderen? Die sitzt immer noch hier auf dem Klo und keiner hat sie lieb. Ach Mensch, Jill, komm mal her. Heb doch mal die kleine Liv hoch. Wo bist du überhaupt? Ach, die bastelt auch im Auto rum. So, die Kleine hat Hunger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ich glaube, wir machen das jetzt erstmal so, dass wir Liv hier auf das Ding setzen. So, weil die muss nämlich auch aufs Töpfchen.
Dann wird sie in den Hochstuhl gesetzt. Und dann geht das auch gleich. So, aber ich kann das nicht... Ich kann Chipsy nicht da rausnehmen. Das heißt, sie können die ganze Zeit nur darum trauern anscheinend. So, Sarah ist auch wieder da. Und das ist doch wunderbar. Dann kann die ja jetzt hier mit der Katze spielen. Und Mark ist ganz alleine hier. Am Trainieren. Für seine Figur. Ich glaube, er ist sogar schon ein bisschen schlanker geworden. Kann das sein? Ich glaube, er hat schon ein bisschen Bauchumfang verloren. Meine Güte. Ist ja nicht zu fassen. Aber hier sind nur tote Leute. Ist ja ein bisschen tragisch, wa? Hier sollten mal mehr als nur tote Leute sein. Und sie hier ist nur am Zocken, ey. Auch nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Na gut, dann lassen wir ihn einfach mal weiter trainieren. Aber ich glaube, er hat wirklich schon an Bauchumfang verloren, oder? So, sie spielt gerade mit der Katze. Das ist sehr gut. Und Jill, ich hoffe, sie hat sie aufs Töpfchen gesetzt. Ja, sehr gut. Jetzt kommt sie hier rein. So. Dann kriegt Liv Babynahrung zum Essen. Dann geht es ihr auch gleich wieder besser. So, er braucht unbedingt Energie. So, schön essen, meine Kleine. Dann wirst du noch gebadet. Und dann geht's ins Bettchen. So. Ich hoffe, sie isst vorher noch zu Ende. Naja, gut, okay. Sie hat nicht zu Ende gegessen, aber das macht ja nichts. So. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mir da jetzt echt einen neuen Kasten kaufen oder so, kann das sein? Hey, du darfst da nicht drauf. So, gibt es hier noch Essen? Ja, sehr schön. Aber ich fülle das trotzdem nochmal nach. So, was ist hier mit unserer... Ach, guck mal hier, Maggie sitzt gerade drauf. Das ist ja sehr praktisch. Sehr praktisch. Bleib mal schön da drauf sitzen. Dann können wir nämlich unsere Muni mal eben hier züchten. Okay, sehr schön. Gut, dann werden wir mal eben unsere Muni züchten, dass wir ein neues Fohlen mal bekommen. Achso, er ist gerade im Keller. Er ist am Duschen. Und? Ist er schon schlank? Na, er ist auf jeden Fall nicht mehr ganz so moppelig, glaube ich. Also das bisschen Training hat es echt schon gebracht, oder? Jetzt mal ehrlich. Muss ich schon sagen. Das ist ja Wahnsinn, wie es das schon gebracht hat. So, dann würde ich sagen, du kannst auf jeden Fall nochmal eine Stunde trainieren. Ja, oder Fernsehen gucken. Sehr gut. Na, er kann gar nicht mehr trainieren. Er ist zu müde zum Laufen. Aber er hat sich echt schon verändert, oder? Oh. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, mit was für einem Pferd wir unsere Moonlight mischen. Sehr schön. Ich würde sagen, wir nehmen Ronny. Vielleicht kriegen wir ja sogar irgendwie dann mal eine andere Farbe hin. Das wäre ja mal ganz schön. So. Perfekt. Mensch, der hat sich echt schon ganz schön verändert. Oder meine ich das nur? Nee, der hat sich wirklich verändert. Gott, er ist auf einmal schon schlanker geworden. Das ist ja nicht zu fassen. Da kommt die Bianca. Komm, wir werden sie erstmal freundschaftlich begrüßen und da rennt sie sofort wieder weg. Oh mein Gott, ein Fitnesscenter, ich muss weg. Okay. Die müssen alle weg anscheinend. Ja, dann gehen wir an den Computer, ne? Olivia Grusel. Na, dass hier so viele Geister rumschwirren, das ist irgendwie schade. Ich hätte viel lieber, dass hier ein paar mehr normale Menschen rumrennen. Das wäre doch viel besser. Aber nun gut. Wie lange ist er denn noch müde? Dann kann er nämlich gleich... Ach so, 6 Stunden. Na gut, dann kann er vielleicht endlich mal nach Hause kommen.
Dann wird's, denke ich, Zeit. Gabriel hat sich jetzt direkt mal in sein Bett gelegt. Das ist auch sehr praktisch, denn er ist ja müde. So, hat den Geist von Frieda Grusel gesehen und so weiter. Noch mehr Geister. Laufband gefallen. Appetit und ein... Dein Sim hat einen gesegneten Appetit und ein paar Funde zugelegt. Den Anblick seines veränderten Profils im Spiegel wird er nicht so schnell vergessen. Sicher, ich habe gedacht, er hätte abgenommen. Okay. Ich hätte gedacht, er hätte abgenommen. Aber nur gut. Hat er anscheinend nicht abgenommen. So, die Kleine ist am Schlafen. Und Sarah muss sich mal so ein Plasma-Dingen holen. Weil sie Hunger hat. Ja, und dann sollten wir mal gucken, was arbeitet sie eigentlich? Ach so, ja, sie ist ja selbstständige Malerin. Deswegen sollte sie dann mal noch aufs Klo. Und dann sollte sie ja endlich mal ihr Bild fertig malen. Wobei, Moment mal. Ich glaube, ich stelle das mal um. Warum steht das überhaupt hier? Das müsste doch eigentlich... Müsste das noch hier mit irgendwo stehen. So zum Beispiel. Dann kann sie doch besser hier malen. Stelle ich das jetzt wirklich dahin? Eigentlich steht das ja dann voll im Kinderzimmer, ne? Aber ich glaube, hier kann ich es wahrscheinlich nicht. Doch. Hier könnte ich es auch hinstellen. Ja, dann lassen wir es da stehen, so vorm Fenster. Perfekt, dann kann sie hier nämlich weiter malen. Und dann kann sie bald ins Bett. So, Moonlight wurde gedeckt. Moonlight muss nach Hause. Die ist nämlich gar nicht zu Hause, das ist nicht so schön. So, und Jill steht hier im Regen und unterhält sich mit jemandem. Ach so, mit einer von unseren Teenager-Gästen. Anscheinend hat Gabriel einen Teenager mit nach Hause gebracht. Na gut. So, meine Lieben. Oh, dann muss ich allerdings nun auch jetzt endlich mal einen Cut machen. Ich habe die Zeit komplett vergessen. Ja, tut mir leid, dass der Pater halt jetzt ein bisschen später nach Hause kommt. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Wir sehen uns morgen in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi.